Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Warp. Wir sind weiter auf dem Weg, alles zu zerstören und zu vernichten. Und machen uns hier natürlich mit dem sicheren Gefährt auf durch die Laserstrahlen. Ich werde nicht jede einzelne Spielfacette erneut erklären. Weil wir haben die ja schon kennengelernt beim ersten Durchlauf, eventuell beim zweiten Durchlauf. Und spätestens hier sollte inzwischen einiges klar sein. Zum Beispiel, dass wir uns hier durchwarpen. Jawohl. Und dieses Fass zerstören, um ein bisschen mit der Hebelwirkung zu spielen. Bitte geh nach oben. Wenn ich mich hier komisch festhänge, dann hängt das ganze Ding so ein bisschen fest. Aber es hat diesmal wieder einwandfrei funktioniert. Wir kommen hier also super durch. Und, oh je, diese Fässer werden zerstört, aber diese nicht. Genau, das heißt, wir nehmen die sichere Variante, den sicheren Weg hier durch. Gehen rüber auf die andere Seite ins nächste Fass, teleportieren uns gleich auf den Pfad und hängen erstmal kurz am Checkpoint, bis wir dann hier durchkommen. So, Stampfer runter. Noch mehr Stampfer rein. So, das ist jetzt der kaputte Stampfer. Deswegen wir hier nochmal kurz zurück müssen, bis wir dann hier schnell durchrennen. Jawohl. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben allmählich einiges an Grubs. Jawohl, wir haben eine Menge Grubs, können uns hier also was holen. Mhm. Was nehmen wir uns? Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwas davon haben wollen. Schneller bewegen, schneller warpen. Leise bewegen, leise warpen. Oder Objekte zerstören, ohne dass Feinde aufmerksam auf einen werden. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir mehrere Feinde bekämpfen. Aber ganz ehrlich, ich bin sogar tatsächlich für dieses leise warpen, leise laufen. Ich hole mir die beiden gerade mal. Die hätte ich mir vorhin schon holen können. Aber ich muss gerade dran denken, wie wunderschön das doch im vorherigen Durchlauf funktioniert hat. Wenn die Feinde nicht hören konnten, dass wir uns durch die Gegend gewarpt haben. Das hat einfach traumhaft funktioniert. So. Wir können den Alarm hier natürlich auch deaktivieren, aber primär deaktivieren wir erstmal die Wachen. Die Wissenschaftler. Und von mir aus auch den einen oder anderen Turm. Auch wenn das jetzt nicht mehr viel an Bedeutung hat. Hier kommen wir durch zu unserem kristallinen Freund. Wir erinnern uns. Der, der uns das ganze Spiel über begleitet. Und den wir hier irgendwie nicht so richtig rauskriegen. Erstmal müssen die Wissenschaftler leider dran glauben. Da, komm her. Du wärst beseitigt und... Oh, komm schon. Und wir erledigen ein drittes Mal die Drecksarbeit für unseren Kumpel. So, die Laser sind weg. Wir fahren hier hoch und springen hier weiter. So, komm schon. Schritt 1 ist auf jeden Fall, den Alarm zu deaktivieren. Dann können wir hier nämlich jetzt Quatsch machen, wie wir lustig sind. Und in aller Ruhe irgendwelche Professoren und Doktoren vermöbeln. Ja, vermöbeln trifft es nicht ganz. Ein bisschen grausamer ist es schon. Aber es ist ja, es dient ja einem guten Zweck. Wir wollen hier einfach raus. Gut, diese Wache hier ist jetzt unschön. Weil die uns nämlich fast entdeckt hätte. Also fast getötet hätte. Und noch einmal wahnsinnig knapp dem Tod entkommen. Wahnsinn. Hallo, Wissenschaftler. Gut, du bist auch erledigt und wir setzen unseren Weg fort. Die aggressive Variante wird natürlich immer effizienter, je mehr Fähigkeiten wir lernen. Wenn wir sowas wie die Echo-Fähigkeit haben und damit Feinde ablenken können und dann von hinten in sie reinschlüpfen können, solche Spielereien, wird das Ganze natürlich effektiver. So, der Alarm kann uns auch gestohlen bleiben. Denn der Feind kann ihn ja nicht mehr auslösen, er lebt ja nicht mehr. Oh, 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 oh je. Okay, das lief so unideal wie sonst was. Okay, erstmal diese beiden Wachen erledigen. Dann muss ich den Alarm jetzt auf jeden Fall manuell ausschalten, um durch die... Oh Gott. Oh Gott. Oh, 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 oh. Er hat seinen Kumpel abgeschossen. Perfekt. Und ich kann jetzt in Ruhe durch die Tür, die nicht mehr mit Laserbarrieren geschützt wird, und fahre nach oben. Hier oben finden wir das Command Center. Ich kann mir nichts merken. Das Command Center, perfekt. Und in dem Zusammenhang, ah ja, die lustige Wasserszenerie.
Zumindest können uns die Feinde nicht hören. Das hat natürlich einen enormen Vorteil. Wir können in diesen Feind aber auch nicht reinschlüpfen. Und müssen einfach gucken, dass wir uns hier irgendwie durchschleichen. Hinter dem Gegner herrennen. Also nicht herrennen, sondern eher so herschleichen. Der Feind geht nach oben. Dreht sich schnell genug um. Jawohl. Und wir ganz schnell hinterher. Der Feind kann uns ja nicht hören. Auch nicht mit dem Wasser. Ich weiß nicht. Das Wasser macht keine Geräusche, glaube ich. Und das heißt, wir sind sicher. Können hier mal kurz ins Wasser reinwarpen. Autsch. Der Feind kann uns nicht... Oje, oje. Nein, 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 nein. Wir verstecken uns hier. In Sicherheit. In aller Ruhe. Keine Spirenzchen. So, und da, das ist, sieht immer noch doof aus. Warten wir lieber nochmal eine Runde ab. Bis unser Freund wieder hier unten angekommen ist, dürfte der Weg dann auch... Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Wir verschwinden nach oben und verstecken uns mal hier und ab geht's. Durch die Röhre. Hin zum nächsten Abschnitt. Mit Vollgas voraus. Und wo landen wir? Wir landen nach einer ellenlangen Fahrt in der Nähe von dem Wasserschildman. Dessen Zwischensequenz sich fast abgebrochen hätte, bevor sie richtig begonnen hat. Hier ist noch eine unbewachte Wache. Das ist ihr Fehler. Und wir finden eine neue Herausforderung. Was finden wir? Wir finden... Ah ja, genau. Alles so schnell töten, wie es geht. Das ist hier direkt so knapp wie sonst was. Ich finde das total witzig gemacht. Diesen verdammt knappen Anfang. So, heikle Situationen an den Anfang zu stellen, finde ich aber gut. Denn dann muss man sich nicht mit ihnen um sie kümmern, wenn man es fast schon geschafft hätte. Oh Gott, oh Gott. Das hätte uns jetzt wirklich... Der hat zweimal auf uns geschossen, während der Feind einfach in den Tod gefallen ist. Ja, wie auch immer. Wir vermöbeln hier alle Türme. Müssen wir auch, glaube ich. Ah, oder kann sein... Ja genau, ich glaube, es gibt mehr Gegner, als wir töten müssen. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wow, die Feinde sind total blutbeschmiert. Wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft. Und ich habe keine Ahnung, wie man da die Topzeit erreichen soll. Eventuell, indem man sich eben nicht um die Türme kümmert, sondern nur um die Wissenschaftler, die die eigentliche Bedrohung darstellen. Oh, 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 oh. Eieiei. So war das aber nicht geplant. Laden wir doch nochmal und gehen hier durch. Okay, kein Turm zielt auf uns momentan. Wir können die Türme sogar komplett ausschalten. Die werden ja nicht mehr regeneriert. Die respawnen also nicht, wollte ich sagen. Und wir finden hier erstmal einen hübschen Haufen Wissenschaftler. Und damit meine ich einen Wissenschaftler. Oh, wir sollten vielleicht diesen Alarm deaktivieren, bevor es Probleme gibt. Diese Energiequelle womöglich auch. Jawohl. Und diesen Wissenschaftler im Sinne unserer Gesinnung selbstverständlich ebenfalls. Na komm schon. Jawohl. Wir dürfen jetzt natürlich wieder außenrum gehen. Denn wir können immer noch nicht durch Wasserbarrieren hindurch warpen. Werden wir auch nie können. Ah, das hier ist zu. Jawohl, hier ist eine Schildwache. Eine Wasserschildwache, um genau zu sein. Und das ist eine dumme Aktion gewesen. Sich direkt mitten ins Schussfeld des Turms zu warpen. Wo darf ich denn wieder einsetzen? Hier. Dann fangen wir doch mal hier an. Ich warp mich lieber mal in das Ding rein. Vielleicht erstmal in den Wissenschaftler. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt erledigen wir dieses Teil. Und verschwinden schnell auf die andere Seite. Ja, wir sollen diese Wache ja eh erledigen. Oder wir sollten. Drum dreh dich bitte. Perfekt. Von hinten in dich rein. Und alles zermatscht. Kümmern wir uns um den nächsten Wissenschaftler. Jetzt frage ich mich gerade, müssen wir oben rum oder müssen wir hier rechts rum? Ah, das ist egal. Da rechts unten ist wieder die Mini-Apparatur mit den Wasserschilden. Ganz nett gemacht. Hatten wir uns vorher schon mal einen Filmkanister gekrallt? Jawohl, der zweite von 16 ist das. Alles klar, dann sind wir also immer noch auf dem erfolgreichen Weg. Finde ich gut. Und weiter geht's durch die nächste Röhre. Was sagt denn die Karte? Ne, die Karte können wir nicht aufrufen in der Röhre. Ist auch okay. Dann gucken wir gleich mal, wo wir stecken und wo wir hin müssen vor allem. Vor allem. Wir müssen hier zur Energy Source. Da gibt es noch einige Räume vor uns, aber wir sind schon auf einem ziemlich guten Weg. Dürfen erstmal diese Wache erledigen und jetzt links und rechts jeweils irgendwelche Energie
Quellen zerstören, damit wir durch die Tür kommen. Der wird sich selber erledigen. Das ist aber nicht unsere Schuld. Moment, kann es sein, dass Minen generell nicht unsere Schuld sind? Das würde nämlich vieles vereinfachen. Zum Beispiel diese Aktion würde dann nicht auf unser Konto gehen, selbst wenn wir gut spielen. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Okay, die Minen, da werde ich auch lieber erstmal ein bisschen aus dem Weg gehen. Das war, glaube ich, eine gute Aktion. Was ist da links? Da sind noch mehr Energiecontainer. Wozu? Ah, vielleicht fürs Ambiente. Quasi als Lager, Energiecontainerlager, das uns halt nichts bringt. Ja, okay, kann ich akzeptieren. Hier haben wir wieder diesen lustigen, rumspringenden Turm, bei dem wir ein bisschen ausweichen sollten. So um unser Selbstwillen. Okay, während die Mine hier einfach mal hochfliegt, kümmern wir uns um diesen Turm. Jawohl. Oh Gott. Warum fliege ich denn da rein? Also warum laufe ich denn da rein? Ich dachte, ich würde vorbeiwarpen. Ich dachte auch, ich würde noch 5 Meter weiterlaufen, bevor dieser Warp-Vorgang stattfindet. Hier unten lang, hier in diesen Turm rein und alles zerstören. Diesen Turm wollen wir bekanntlicherweise nicht zerstören. Sonst würde uns der unten nämlich direkt abschießen. Wir landen hier und diese Mine jagt den nächsten Turm in die Luft. Also schade, dass man das nie richtig sieht. Wieso? Ich könnte doch einfach scrollen. Mit WASD kann ich ja auch scrollen. Ich weiß nur nicht, warum ich es nie mache. Spielt auch keine Rolle. Wir kümmern uns erstmal darum, dass diese Energiequelle zerstört wird und verschwinden. Das Tor ist nämlich jetzt offen. Und wir können unseren Weg ein weiteres Mal fortsetzen. Es ist natürlich ein bisschen komisch, jetzt zum dritten Mal im Grunde dieselbe Szenerie zu kommentieren. Vor allem, da unsere Spielweise im ersten Run ungefähr der von diesem Run entsprochen hat. Nur, dass wir keine unnötigen Opfer wie Wissenschaftler jetzt gefordert haben. Hier können wir uns momentan nichts leisten. Ich könnte mir sowas holen. Fast Recovery oder vor allem Show Grubs. Nehmen wir mal Show Grubs. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich auf riesen Grub-Jagd aus bin, aber das heißt zumindest, dass wir hier... Eieiei, haben wir so viel übersehen, dass wir hier sehen können, was wir übersehen. Da links ist noch ein Grub. Okay, ganz ehrlich, da will ich jetzt mal vorbeischauen. Ah, hier kann ich rein. Moment, war ich hier noch nie? Oh Gott, es kann wirklich sein, dass ich hier noch nie war. Oder immer nur dann, wenn ich mir die Show-Grub-Fähigkeit geholt habe. Und die Grubs sind ja, wie man weiß, hilfreich. Okay, hier ist noch ein Körper. Der ist zwar schon tot, aber sicher ist sicher. Und wir machen einfach mal weiter. Was ist hier im Norden? Wupp-di-wupp-di-wupp-di-wupp. Oh, oh, oh. Okay, perfekt. Das ging ja nochmal gut. Ich habe die Wache erst gar nicht gesehen. Die wurde viel zu spät angezeigt. Die wurde überhaupt nicht gerendert zuerst. Egal. Wir kriegen eine neue... Kriegen wir? Wir kriegen keine neue. Wir kriegen die Echo-Fähigkeit. Perfekt, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Ich habe mich schon gewundert. Mit der Echo-Fähigkeit lassen wir erstmal einiges hier in die Luft fliegen. Unter anderem den Alarm. Das bedeutet, wir kommen hier raus. Wir kommen hier zu einer... Moment, wir müssen Opfer bringen. Wir sind doch die Profi-Opferer. So, hätte ich doch fast vergessen. Ich meine, es tut mir ja wirklich leid, liebe Wissenschaftler, aber unsere böse Gesinnung verlangt nun einmal Dinge von uns, die entziehen sich meiner bewussten... Ja. Schaff mal einer diesen Satz zu einem vernünftigen Ende. Egal. Wir erledigen diese Wache und kämpfen uns weiter vorher ran zum nächsten Checkpoint. Das dürfte dieser hier sein. Und jetzt gibt's hier ein Massengemetzel, selbstverständlich. Ich muss nur gucken, wie wir das am besten machen. Im Idealfall ja so, dass der Turm die Wache erledigt. Ah. Ganz ruhig. Oh je. Ja, Moment. Wenn wir das so machen... Jawohl, perfekt. Super, 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 super. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Der Turm hat die Wache tatsächlich erledigt. Auf der anderen Seite dürfte es einfacher sein. Wir gehen also hier durch, teleportieren uns geschickt am Turm vorbei, machen den natürlich auch platt und die Energiequellen. So, dann geht's rüber auf die andere Seite. Hier gibt's nochmal einen Turm. Hier gibt's nochmal eine Energiequelle. Und natürlich potenzielle Opfer, nämlich diesen netten Herrn hier. Ich muss aufpassen, dass der Turm mich nicht erledigt. Das dürfte hinhauen. Und Türme muss ich generell nicht zerstören.
Bin ich mir ziemlich sicher, vor allem, weil die gerne mal endlos wieder erscheinen. Wachen glaube ich auch, wenn Alarm ausgelöst ist, aber bei Türmen weiß ich es auf jeden Fall, wenn die auf den entsprechenden Plattformen stehen. So, wir dürfen diesen Knopf drücken, dürfen uns hinter der Wache herschleichen und weil wir leise sind, im Gegensatz zum ersten Run, wenn ich mich richtig erinnere, kommen wir hier auch problemlos durch und dürfen jetzt mit dieser Wache hier Katz und Maus spielen. Das heißt, wir locken sie auf jeden Fall mal hier auf den Schalter. Ja, das reicht doch sogar schon. Wir kommen hier durch und landen beim nächsten Checkpoint. Und bevor wir jetzt das Gemetzel weiterführen und vielleicht auch gucken, dass wir an diesen Grub hier kommen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir metzeln uns durch die Gegend bei Let's Play Warp. Bis dann.